Michael, seitdem du den Verein 2002 mitgegründet hast, bist du ja Trainer der ersten Herren gewesen und hast daher auch einen erheblichen Anteil an dem Erfolg, an einem ziemlich erstaunlichen Erfolg der UBC Tigers gehabt und an der gesamten Geschichte. Was hat dich jetzt dazu bewegt, dieses Amt aufzugeben? Ja, aufzugeben war natürlich sehr schwer, weil ich mir auch sehr viel an dem Amt gelegen hat und das letzte Jahr speziell hat gezeigt, dass auf diesem Level, Pro A, Pro B Level, muss man schon sehr viel Zeit investieren. Ich habe neben meinen anderen beruflichen Tätigkeiten als Geschäftsführer von drei Unternehmen nicht die Zeit, die ich eigentlich mir als Trainer wünschen würde für so ein Team. Man muss schon Zeit aufbringen und es ist einfach nicht möglich im Moment. Und deswegen, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich mein Traineramt jetzt dieses Jahr aufgegeben habe. Einfach aus Zeit und ich sehr viel im Ausland unterwegs bin und das kollidiert dann halt auch immer mit einer Trainertätigkeit. In den 7 Jahren seit dem Bestehen des UBC hat der Verein ja unheimlich, einfach unglaublich viele Fans und Freunde dazu gewonnen. Was hättest du zum Beispiel gesagt, wenn dir 2002 mal jemand gesagt hat, Anfang 2009 macht ihr die AWD-Rolle mit 4.500 Leuten voll? Ja, natürlich. Damals, das Ziel war gleich 2011 BBL. Und natürlich bildlich vorgestellt habe ich es mir nicht, aber das Ziel war einfach vorhanden. Hätte mir das damals jemand gesagt, hätte ich gesagt, ihn auf die Schulter geklopft, hätte gesagt, Kollege, komm mit an Bord, du hast auch ein bisschen Weitsicht. Weil der Gedanke oder die Sicht dorthin war natürlich von vornherein gegeben. Also meine Sicht war damals, dass wir da hinwollen, sonst würden wir jetzt auch nicht hier stehen. Wenn du zurückschaust jetzt in diese 7 Jahre Trainertätigkeit, was war für dich das schönste Erlebnis? Ja, da gibt es, denke ich, viele schöne Erlebnisse, die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Das schönste Erlebnis für mich war einfach, dass man, am Anfang war es eine Idee und man hat gesehen, wie die Idee gewachsen ist und wie die Leute da drum gewachsen sind, wie Freunde wieder zueinander gefunden haben und auch mit an der Idee gearbeitet haben. Und das ist eigentlich das Schönste gewesen jetzt in der Zeit, wo man sagen kann, vom Anfang an bis jetzt war es eigentlich alles schön, muss ich sagen. Und das Schönste ist echt das, dass man mit Freunden was geschaffen hat und Leute involviert, die einem auch am Herzen liegen. Und das ist einfach schön mit anzusehen. Ne? Dass Hannover wieder ein Basketballteam hat und ja. Kommen wir mal zu den Spielern. Über welchen Spieler hast du dich am meisten gefreut? Oder vielleicht anders gefragt, welcher Spieler hat dich am meisten positiv überrascht? Ja, es sind halt viele Spieler und da würde ich jetzt auch nicht jeden einzelnen hervorheben. Aber wenn man jetzt aus der Vergangenheit mal betrachtet, würde ich die Verpflichtung jetzt mal einfach zwei nennen. Die erste Verpflichtung, die wir auch sehr am Anfang getätigt haben, war von mir Richard Brandon. Und das war so eine Verpflichtung, die mich gefreut hat, wie ich auch gesagt habe, es ist schön zu sehen, mit Freunden was zu unternehmen. Und das war einfach ein alter Studienkollege von mir, wir haben in Kanada zusammen gespielt und das war eine schöne Verpflichtung. Und dann natürlich David Aribabu, wo wir hier als kleine Jungs hier in Hannover Basketball gespielt haben. Und wir, glaube ich, als erstes Spiel haben wir bestritten, das war in der D-Jugend und haben gerade angefangen, 2 Wochen und da standen wir zusammen auf dem Platz. Das ist natürlich dann eine schöne Verpflichtung, wenn man sagen kann, hier Regionalliga. David hat seine ganzen Stationen durchgegangen, in Italien, überall war er in der Welt. Und dann so eine Verpflichtung, auch einen Freund wieder dazu zu holen, das ist dann schon klasse. Aber alle anderen Spieler, da könnte ich jetzt auch eine Latte sagen von positiven Spielern oder was. Da gibt es genug. Aber das wären jetzt 2 Punkte, wo ich sagen würde, das war besonders schön. Oder hat mich überrascht oder fand ich gut, dass die dabei sind. Kommen wir zurück zu dir. Zum Glück gibst du ja nur, in Anführungszeichen, nur dein Traineramt ab. Du wirst ja den UBC weiterhin erhalten bleiben. Wie sehen deine Aufgaben jetzt in der Zukunft aus? Ja, so ein bisschen nach sportlichen Leitung plus Sponsorenakquise. Ich werde weiterhin mich um Spielern kümmern, natürlich in Absprache mit Mahmoud und den Club weiterhin BBL-tauglich voranbringen. Weil langsam das Ziel, das wir 2011 gesetzt haben, dass wir das voranbringen. Auch weil das ist jetzt natürlich die Aufstiege, die schnell 7 Aufstiege in Reihe. Jetzt muss der finanzielle Aufstieg, das ist die größte Aufgabe dieses Jahr, den finanziellen Aufstieg hinzukriegen. Und
dann sollte alles so weitergehen wie gehabt. Noch eine erstmal letzte Frage an dich. Du hast eben auch schon das Stichwort gegeben. Wir präsentieren ja nun heute auch hier den neuen Trainer. Wie zufrieden bist du mit der Lösung, Mahmut Ataman? Ja, für mich persönlich ist die beste Lösung, die wir vom OBC her hätten machen können. Wir sind ja auch schon die letzten Jahre immer in Kontakt gewesen, jetzt wo es hieß Regionalliga, Aufstieg waren wir da, da saßen wir schon zusammen und wir kennen uns jetzt glaube ich 20 Jahre und haben auch als Trainerkollegen immer miteinander gesprochen und das war einfach die beste Lösung, zu dem er auch Gründungsmitglied ist und aus Hannover kommt und wir hier in Hannover einen Basketballclub aufbauen mit Leuten, die mitwirken, die auch aus Hannover kommen. Deswegen war es für uns halt die beste Lösung. Wir sind Freunde und kennen uns auch lange. Und er macht gute Arbeit, hat auch gute Arbeit geleistet. Und ich denke, für so einen Mann kann man schon mal den Posten freuen.